Der FC Ingolstadt hat den Klassenerhalt dicht vor Augen. Ein Überfall auf Fans und Vereinsmitarbeiter des FCI sorgte am Freitagabend für Aufregung. Thomas Linke warnte vor allzu großer Euphorie. Wir führen zur Halbzeit, nicht mehr und nicht weniger, sagte der Sportchef des Fußball-Zweitligisten FC Ingolstadt. Die Schanzer hatten mit dem 2:1, 1:0 im Relegationshinspiel beim SVW in Wiesbaden einen großen Schritt in Richtung Klassenverbleib getan. Im Rückspiel am Dienstag, 18:15 Uhr im Live-Ticker, gegen die Hessen müsse der FCI so konzentriert sein, dass wir die entscheidenden Situationen für uns entscheiden, um als Sieger vom Platz zu gehen, betonte Linke. Das Gegentor in letzter Sekunde durch Daniel Kofi Kai, 90.6, verhinderte, dass sich der Tabellen-16. Der regulären Zweitligasaison entspannte auf das zweite Duell gegen den Drittligadritten vorbereiten kann. Das schärft die Sinne, meinte Trainer Thomas Oral, der 7 Spiele vor Saisonende den erfolglosen Jens Keller abgelöst und Ingolstadt mit einer Siegesserie, 16 Punkte, noch auf den Relegationsplatz geführt hatte. Wir haben das oft genug gesehen. Wenn man sich zu sicher fühlt, kann es passieren, dass es in die andere Richtung geht. Urheberrecht Getty Darmstadt 98 als Vorbild für Wien Wiesbaden als Vorbild für die tapfer kämpfenden Wiesbadener gilt Darmstadt 98, das vor 5 Jahren in der Relegation im eigenen Stadion sogar 1:3 gegen Zweitligist Arminia Bielefeld verlor, im Rückspiel aber das Lilienwunder 4:2 vollbrachte. Seit 2009 hat sich in den Entscheidungsspielen insgesamt 7-mal der Drittligist durchgesetzt. Wir werden in Ingolstadt alles in unserer Macht Stehende versuchen, sagte Wiens Trainer Rüdiger Rehm. Vielleicht haben wir dann die paar Momente, die man braucht. In Fußballspielen, damit es in die andere Richtung kippt. Überfälle auf Fanbus, feige, beschämt und einfach nur traurig. Für Aufregung sorgten bei den Ingolstädtern die Überfälle auf einen Fanbus und einen Bus mit Mitarbeitern am Freitagabend. Als feige, beschämt und einfach nur traurig bezeichnete der Club die Vorfälle. 30 blau-weiß maskierte Personen hatten die Busse an der Raststätte Heid Süd kurz hinter Würzburg überfallen. Was hier vorgefallen ist, kann einfach nicht sein. So ein Verhalten ist nicht zu akzeptieren. Wir verurteilen das, was diese vermeintlichen Fußballfans getan haben, aufs Schärfste und werden alle rechtlichen Mittel ausschöpfen, um sie zu identifizieren, sagte FCI-Geschäftsführer Franz Spitzauer. Let's block it's why.